Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing-Video. Und zwar habe ich heute Post bekommen aus Italien. Ich habe mir was Schönes aus Amazon Italien bestellt. Es geht um die drei Mumien-Steelbooks, die jetzt die Tage veröffentlicht worden sind. Und ja, die habe ich mir aus Italien bestellt. In Deutschland sind die zwar auch erhältlich, aber leider wurden die in Deutschland ohne Prägung rausgebracht und das finde ich nicht so toll. Deswegen habe ich auf Amazon Italien zurückgegriffen und mir dort bestellt. Haben auch alle drei eine deutsche Tonspur und kosten um die 13 Euro. Und ja, da ist mir die Entscheidung ziemlich leicht gefallen. Ich habe direkt da bestellt und mir die da geholt. Und heute sind die gekommen. Ja, die Mumienfilme gehören definitiv zu meinen Lieblingsfilmen. Ich verbinde wirklich sehr, sehr, sehr viele coole Erinnerungen mit dem Film, zumindest mit den ersten beiden. Der dritte war dann nicht mehr ganz so toll. Das war für mich irgendwie kein richtiger Mumienfilm. Aber Teil 1 und 2 sind für mich wirklich super coole Filme, die richtig Spaß machen. Mir gefällt die Atmosphäre in diesem Film, mir gefällt die Location, mir gefällt die Thematik, mir gefällt der Soundtrack auf jeden Fall. Der Soundtrack ist richtig, richtig cool und auch die Darsteller sind alle super und ja, ich habe die Filme damals gesuchtet ohne Ende. Ich habe mir die wirklich... Die Filme sind wirklich einer der Filme, die ich am meisten geschaut habe und deswegen hat mich das sehr gefreut, als ich gehört habe, dass die veröffentlicht werden. Ich weiß nicht genau, ich bin mir nicht sicher, warum die in Deutschland nicht geprägt sind. Ich glaube, es ging irgendwie darum, dass die Auflage zu niedrig war und das hätte sich nicht gelohnt oder es wäre viel zu teuer gewesen. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall gab es da irgendwelche Probleme, aber... deswegen habe ich mir die Steelbooks dann jetzt bei Amazon über Amazon Italien bestellt. Die Links poste ich euch natürlich in der Infobox. Könnt ihr drauf gehen und euch die bestellen, wenn ihr die haben wollt. Und ja, jetzt werde ich natürlich die drei Steelbooks zusammen mit euch unboxen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit Teil 1 natürlich. Und was uns direkt erstmal auffällt, ist, bei allen drei Steelbook haben wir hier einen Sticker mit Werbung für den neuen Mumienfilm, auf den ich mich schon wahnsinnig freue. Da spielt ja Tom Cruise die Hauptrolle und ich glaube, bei dem Film handelt es sich um ein Reboot der alten Mumienfilme, beziehungsweise des ersten Teil, weil der hat irgendwie viele Ähnlichkeiten. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich ein Reboot ist. Wenn einer von euch das weiß, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal um den ersten Teil hier im Steelbook, was ich schon sehr geil finde und auch schon richtig gespannt drauf bin, wie das Ganze ausschaut. Ich nehme die Folie als erstes hier ab. Vorher mache ich hier einen kleinen Schnitt rein. Ganz vorsichtig, zack. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Ich bin richtig gespannt drauf. So, zack. Genau, als erstes zeige ich euch natürlich die Banderole von hinten. Wir haben hier also ein paar coole Bilder, ein bisschen was für den Extras. Natürlich alles auf Italienisch, aber ich denke, das ist identisch mit der deutschen Version. Und ja, wir haben hier eine Laufzeit von 125 Minuten und das Ganze von Universal rausgebracht. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich die Banderole hier einmal ab. Hoffentlich kriege ich das hier ohne weiteres. Ich mag das nicht immer, wenn ich das Backpaper mal abreiße, weil das habe ich nicht so gerne. So, genau, das ist jetzt ab. Und so sieht das Steelbook aus. Also macht auf jeden Fall schon mal einen richtig, richtig guten Eindruck. Das Ganze ist hier matt gehalten, was ich persönlich nicht so schlimm finde. Ich finde, das passt super zu dem Steelbook. Das Motiv alleine sieht schon richtig geil aus. Also mir gefällt es hier, boah, ist einfach nur unbeschreiblich schön, dieses Steelbook. Und ja, das hat hier so einen leichten Glanzeffekt auch noch, wenn man es gegen das Licht hält. Da sieht man, dass das hier schön rauskommt. Und ja, die Prägung, wir haben hier The Mummy natürlich geprägt und hier das Symbol ist auch schön geprägt. Es ist einfach nur der Wahnsinn, man sieht es hier deutlich auch, die Prägung hier am Schriftzug, wenn ich das so gegen das Licht halte, sieht man den Effekt hier richtig gut. Und ja, das macht auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr coolen Eindruck. Wir haben hier auch nochmal einen
eine Rahmenprägung drumherum, was ich auch sehr cool finde. Das passt hier wunderbar. Und dann sieht der Spine so aus. Ne? Also das geht hier mit rüber, was auch sehr cool ausschaut. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Das ist ja der Schlüssel. Also hier steckt man einen Schlüssel rein und öffnet ein Buch namens Das Buch der Toten und erweckt damit ja Tote zum Leben, was sehr cool ausschaut. Und ja, boah, Hammer. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann öffne ich das Ganze mal und wir haben hier die deutsche Disc, ne? Also es ist identisch mit der deutschen Disc. Und einen richtig coolen Innendruck, also auch ein sehr, sehr, sehr bekanntes Motiv aus dem Film, ne? Also eine sehr bekannte und richtig coole Szene, wie ich finde. Hammer. Also richtig geil. Das erste haut mich schon mal richtig von den Socken. Und so sieht das Ganze dann aufgeklappt von der Seite aus. Ich hole das Ganze noch mal ein bisschen ran, damit ihr hier schön die Prägung sehen könnt. Dazu stelle ich hier ein bisschen scharf. So, hier kann man es vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Also macht schon mal einen richtig coolen Eindruck da. Sehr, sehr geil. Auch hier Hammer. Sieht doch echt fett aus. Ne? Boah, verdammt. Und hier nochmal der Spine. Ein sehr cooles T-Book, gefällt mir richtig gut. So, weiter geht's mit Teil 2. Auch hier haben wir wieder diese Werbung drauf. Ich nehme als erstes die Folie hier ab und dann gucken wir weiter. Also, es ist nicht die Mumie 2, sondern The Mummy Returns oder Die Mumie kehrt zurück auf Deutsch. Und ja, hier macht das Ganze auch schon mal einen richtig coolen Eindruck. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Auch hier wieder alles auf Italienisch mit ein paar Bilder. Alles schön im selben Stil wie bei dem ersten Teil, was sehr cool ist. Und wir haben hier eine Laufzeit von 2 Stunden und 10 Minuten. Sehr cool. Oh, die Filme, die finde ich so dermaßen geil. Ich könnte mir die auch so oft angucken, ne? Ich habe die schon so oft gesehen und mir wird nie langweilig. Ich kann mir die immer und immer wieder angucken. Kann die sogar schon auswendig mitsprechen, alles. Und ja, auch hier haben wir wieder eine schöne Rahmenprägung. Das Ganze ist wieder matt gehalten. Hier ist wieder der Schriftzug geprägt, halt nur The Mummy Returns jetzt nicht. Und das Symbol des Skorpionenkönigs ist auch natürlich wunderbar geprägt. Macht hier auch einen sehr, 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 sehr coolen Eindruck. Also hat einen richtig, richtig coolen Effekt, ne? Also seht ihr hier auch wieder sehr, sehr cool. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Das Motiv hat auch was mit dem Film zu tun, was auch sehr, sehr cool ist im Film. Also wenn die zwei, ich sag mal so, Pharaonenprinzessinnen gegeneinander kämpfen, da haben die diese Masken auf. Sehr cool. Und ja, finde ich einfach nur Hammer. Ne? Das T-Book ist zwar matt, aber wie ihr hier sehen könnt, hat das so einen richtig coolen Glanzeffekt, also so einen leichten Glanzeffekt auch vorne. Sehr cool. Dann öffnen. Ach nein, der Spine sieht dann natürlich so aus. Also ist wie bei dem anderen auch. Dann öffne ich das Ganze. Und ja, genau, die Szene meinte ich mit den Pharaonenprinzessinnen. So, die Disc ist auch wieder wie in Deutschland auch. Und boah, richtig geiler Eindruck. Also das gefällt mir auch in diesem Goldton, was einen richtig geilen Effekt hat. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also einfach nur der Hammer. Sehr geil. Und hier dann nochmal aufgeklappt. Und dann hole ich das Ganze noch so ein bisschen näher ran, wie beim anderen auch. Zack. Damit ihr die Prägung nochmal begutachten könnt. Sehr cool. Also die Steelbooks sind einfach nur der Hammer, sehen auch sehr hochwertig aus. Ich bin einfach nur begeistert.
Sehr cool. Und hier nochmal der Spine von hinten. Ups, so. Und von vorne. So, und kommen wir damit zum letzten Teil und leider auch der schlechteste von allen. Damals fand ich den ganz okay. Ich habe mir den vor ein paar Monaten oder beziehungsweise vor einem Jahr oder so mal wieder reingezogen und ich muss sagen, der war doch irgendwie gar nicht so toll, wie ich den in Erinnerung hatte. Ja, ich weiß nicht, für mich war das kein richtiger Mumienfilm. Also, er war alles andere, nur kein Mumienfilm und das hat mich so ein bisschen gestört. Aber trotzdem, um die Reihe zu komplettieren, musste das Steelbook auch her. Und das sieht natürlich auch super geil aus. Ich nehme die Folie als erstes wieder ab und dann schauen wir weiter. So. Genau, dann drehe ich das Ganze mal wieder um. Und wir haben hier wieder im selben Stil, nur mit den Informationen. Und der Film geht 1 Stunde und 51 Minuten. Und ja, die Pappe entferne ich jetzt auch hier wieder mal. Zack. Zack. Ja, und so sieht die Front aus. Also The Mummy, Tomb of the Dragon, Empire, keine Ahnung, also das Grabmal des Drachenkaisers. Ja, auch hier wieder die Mumie, The Mummy geprägt und das Logo des Drachenkaisers ist ja auch super geprägt. Von hinten sieht das Ganze dann so aus, auch wieder sehr cool, der Spine. Und dann öffne ich das Ganze mal und hier haben wir auch wieder die deutsche Disc drin. Und dann der Innendruck, was auch sehr cool ausschaut. Also das Motiv gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Hammer auch wieder in diesem dunklen Goldton gehalten, was auch richtig coolen Eindruck macht und was sehr, sehr, sehr cool ausschaut. Und ja, so sieht das dann aufgeklappt aus. Wow, ich bin hin und weg und mega begeistert von den Steelbooks. Auch hier hole ich das Ganze nochmal wieder ein bisschen näher ran, damit ihr das besser sehen könnt. Zack. So. Na, wir haben auch wieder hier eine Rahmenprägung, ganz klar. Und hier dann könnt ihr die Prägung sehen. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool geprägt. Einfach nur der Hammer. Der Spine. Wow. Also ich kann euch die Steelbooks nur empfehlen. Wer die Mumie auch so toll findet, auf jeden Fall bitte diese hier kaufen mit der Prägung. Sind viel besser. Ich habe die im Mediamarkt gesehen, also die ohne Prägung und die wirken gar nicht so cool wie die hier. Also das macht schon einen großen Unterschied, wenn die geprägt sind und ja, das lohnt sich definitiv. Ja, und das war auch schon mein Unboxing-Video der drei Mumien-Steelbooks. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zu den Filmen in die Kommentare und vor allen Dingen, wie ihr die Steelbooks findet, werdet ihr euch auch holen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ab damit in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.